0815 Bürogebäude gibt es an jeder Ecke. Heute zeigen wir euch aber ein Gebäude mit echter Identität. Das Helmut-Schmidt-Haus hier hinter mir am Speersort 1. Kommt mit! Wie man sieht, ist die Basis bereits geschaffen, hier im ersten Obergeschoss auf fast 1300 Quadratmetern ein ganz neues Konzept nach den Anforderungen eines neuen Mieters zu schaffen. Vom New Work Office Space bis zur klassischen Anwaltskanzlei lässt sich hier eigentlich alles realistisch und sehr flexibel darstellen. Die Arbeitsplätze lassen sich hier am besten vor den Fensterfronten positionieren. Entweder klassisch als Einzel- oder Teambüro oder auch als Open Space. Als Ergänzung für diesen Open Space eignet sich natürlich auch die Tiefe der Fläche. Rückzugsmöglichkeiten müssen dann auf jeden Fall für den Mitarbeiter geschaffen werden und das funktioniert am besten dann auch in Form von Telefonzellen oder innenliegenden Besprechern. Nicht zu vergessen ist, dass wir hier natürlich mitten in der Innenstadt sitzen. Die vielbesuchte Mönckebergstraße ist nur einen kleinen Steinwurf von diesem Haus entfernt und bietet natürlich auch ein vielseitiges kulinarisches Angebot für die Mittagspause und die Mitarbeiter. Der Mietbereich, in dem wir uns jetzt befinden, ist ganz normal begehbar über die Tür hinter mir und damit dann auch verbunden zum Hauptteil der Mietfläche. Allerdings verfügt dieser Bereich auch über einen separaten Eingang nach draußen mit zwei zusätzlichen Aufzügen, über einen eigenen WC-Kern und kann darüber hinaus auch noch mit einer eigenen Pantry ausgestattet werden. Unter diesen Umständen ist es dann eben hier hervorragender Social Area-Bereich für die Mitarbeiter mit genug Platz für eine große Sofalandschaft oder einen Esstisch für die Mittagspause. Hat dir unser kurzer Einblick heute ins Helmut-Schmidt-Haus gefallen? Gerne werfe ich auch mit dir persönlich nochmal einen Blick in die Flächen. Ansonsten, falls noch nicht das Richtige dabei war, besuch uns gerne auf bürosuche.de für weitere einzigartige Immobilien hier in Hamburg.